Sehr häufig höre ich von Männern, dass sie sich von Frauen einen Blowjob wünschen. Sie lecken doch auch gerne und verstehen überhaupt nicht, warum sich so viele Frauen zieren und es überhaupt ablehnen, den Penis mit ihrem Mund zu berühren und zu verwöhnen. Ich verstehe den Frust, der da bei den Männern aufsteigt, denn die Berührung mit Zunge und Lippen und das Gefühl, mit dem Penis im Mund einer Frau zu sein, kann unvergleichlich schön sein und fühlt sich so anders an als klassische Penetration. Heute möchte ich darauf eingehen, warum es auch an den Männern liegt, dass sie dieses Vergnügen nicht erleben dürfen, beziehungsweise wie Männer sich verhalten sollten, damit Frauen mehr Lust auf einen Blowjob bekommen. Ich habe dazu 5 essentielle Tipps, die ich dir in diesem Video mitgeben will. Also, starten wir mit Tipp Nummer 1. Manche Männer vermitteln den Frauen, dass ein Blowjob nur eine Ersatzhandlung für den eigentlichen Sex ist. Und dann erleben Frauen es so, dass ein Blowjob dann gefordert wird, wenn der Sex nicht erregend genug und langweilig ist. Es liegt an dir, der Frau zu zeigen, dass es für dich nicht so ist, sondern dass du den Blowjob genießt, einfach weil er dir gefällt und weil du ihn als etwas ganz Besonderes wahrnimmst. Wie immer beim Sex kommt es auch beim Blowjob darauf an, welche Erfahrungen haben die Frauen bisher gemacht. Für viele Frauen, und das weiß ich aus zahlreichen Gesprächen, waren das aber keine besonders guten. Warum ist das so? Die meisten berichten, dass die Männer sie in eine kniende Position drängen. Aus Sicht der Männer eine sehr gute Position, denn hier können sie sich gut bewegen und die Kraft ihres Beckens für Stöße nutzen. Aus Sicht der Frauen ist Knien eine sehr anstrengende und für viele auch demütigende Position. Wer will das schon freiwillig? Außer die Frau ist submissiv, aber das ist eine andere Geschichte. Die Frauen erzählen auch, dass sich die Männer sehr ungeduldig und zielorientiert verhalten und den Penis sofort ganz in ihren Mund gesteckt haben. Das kann sehr unangenehm sein und sogar schmerzhaft. Versetz dich doch kurz einmal in die Lage. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir ein Gegenstand von, sagen wir, 14 cm Länge in den Rachen geschoben wird? Frauen, die das erfahren, fühlen sich ausgeliefert und es ist ihnen sehr unangenehm und es fällt ihnen schwer, darüber zu sprechen. Kein Wunder, will man das dann beim nächsten Mal vermeiden und erst gar nicht in die Situation kommen. Sehr häufig übernehmen die Männer dann noch zusätzlich die Führung, indem sie, ohne zu fragen, den Kopf der Frau mit ihren Händen zu bewegen beginnen. Da folgen sie dann mehr den Bildern, die sie aus Pornos kennen, als dem, was ihnen ihre Partnerin signalisiert. Aber wir wissen, Pornos sind nicht die Realität. In Pornos geht es mehr um Performance und meistens nur um die Erregung der Männer. Hier also mein 2. Tipp. Gib deiner Partnerin Raum und Zeit, damit sie sich langsam deinem Penis nähern kann. Es muss nicht die kniende Position sein. Sie kann auch am Bett liegend mit dem Küssen deines Penis beginnen. In dieser Position hat sie viel mehr Bewegungsspielraum und sie kann bestimmen, welche Spielart mit Zunge und Lippen sie einsetzen will. So hat sie auch die Möglichkeit, ihre Hände zusätzlich zu benutzen und kann so eine erregende Abwechslung zwischen Handberührung und Mundberührung herstellen. Du wirst sehen, auch für dich wird sich dann der Blowjob viel intensiver anfühlen. Tipp Nummer 3. Sei nicht fixiert, sondern lass auch einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Stimulationen zu. Ermuntere deine Partnerin, deinen ganzen Körper zu stimulieren. Dann wandert ihr Mund vielleicht vom Penis zu deinen Nippeln oder zu deinem Mund und ihr küsst euch. Ein Blowjob kann in ein abwechslungsreiches Spiel aus gegenseitigen Berührungen eingebaut werden. Ein Blowjob fühlt sich doch auch für dich viel besser an, wenn auch deine Partnerin im besten Fall erregt ist. Ist zumindest aber sehr genießt, die einen zu blasen. Und das führt mich zum 4. Tipp. Es ist nichts abtörnender, als wenn du aus dem Kontakt gehst und dich nur um dich selbst kümmerst. Quasi in eine Konsumhaltung gehst. Ich kriege jetzt was und bin völlig aus dem Spiel. Gib der Frau mit Gesten und Worten die Rückmeldung, dass es dir gefällt. Du kannst dir auch Komplimente machen und dir sagen, welche Berührung, welche Intensität und welcher Rhythmus für dich besonders intensiv ist. Also sei aktiv empfangend. Gib dich hin, aber bleibe präsent. Wenn du Feedback gibst,
Zeige es deiner Partnerin, was dir gefällt. Und in den meisten Fällen spornt sie das auch an, dir noch mehr davon zu geben. Ihr habt dann beide etwas davon. Und mein letzter Tipp, Tipp Nummer 5, ist das Herstellen von Konsens. Für alles, was du beim Sex und jetzt natürlich hier im Konkreten beim Blowjob machen und erleben willst, gilt es immer, eine einvernehmliche Situation herzustellen. Wenn du die Frau noch gar nicht oder wenig kennst, aber auch in einer langjährigen Partnerschaft, frag immer nach, was für sie okay ist. Das gilt auch für den Moment des Abspritzens. Da sind ja viele Wünsche und Fantasien damit verbunden. In den Mund, ins Gesicht, auf die Brüste oder auf die Vulvalippen. Jede dieser Aktionen benötigt eine Einwilligung deiner Partnerin. Gerade beim Abspritzen geht es ja um Hundertstelsekunden. Da kannst du nicht währenddessen kurz davor fragen. Das klärst du besser vorher. Unabhängig von der Geschwindigkeit, bitte sprich mit deiner Partnerin, was für sie geht und was für sie ein absolutes No-Go ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass du bei einem Blowjob zwar empfängst und dir deine Partnerin etwas schenkt, das ist grundsätzlich wunderbar und so kann Sex auch sein. Wichtig ist aber deine Haltung dazu. Du trägst Verantwortung, dass deine Partnerin sich wohlfühlt. Das kannst du auch steuern, indem du dich auf ihre Geschwindigkeit einlässt, indem du sie nicht zwingst, deinen Penis sofort in den Mund zu nehmen und sie auch nicht zwingst, dass du ihr in den Mund spritzen darfst. Blowjobs kannst du in vielen Positionen erhalten. Lass deine Partnerin entscheiden, welche ihr die liebste ist. Und last but not least, auch wenn es eigentlich eh selbstverständlich sein soll, ich sage es trotzdem jetzt nochmals, bitte achte auf deine Hygiene. Vielleicht ist es auch einmal notwendig, dass du dich während dem Sex nochmals frisch machst. Ja, und wenn du diese Tipps beachtest, dann kannst du deine Freundin für Blowjobs begeistern. Dann wird es auch ihr Spaß machen und vielleicht auch sie selber in Erregung bringen. Deine Partnerin wird dir im Übrigen viel lieber einen Blowjob schenken, wenn du für sie ein guter, ein bester Liebhaber bist. Wenn du herausfinden möchtest, wie gut deine Fähigkeiten im Bett sind und in welchen Bereichen du als Liebhaber noch besser werden solltest, dann habe ich jetzt etwas für dich. Ich habe nämlich einen Test erstellt, in dem du durch 10 simple Fragen herausbekommst, wie du wirklich im Bett bist. Den Test kannst du kostenlos machen, du findest ihn unten in der Beschreibung verlinkt. Also, ich bin schon sehr auf dein Ergebnis gespannt.